Hi Leute, Forti hier. Dieses Video ist mein 100. Video auf YouTube und gleichzeitig habe ich euch etwas mitzuteilen. Und zwar in Kooperation mit wowszene.de werde ich wöchentlich über die aktuellen und spannenden Themen von WoW berichten. Und es geht auch direkt los. Diese Woche fand ich besonders interessant das Thema in drei Schritten zu einem besseren Spieler. Da geht es darum, wie kann man in WoW aus seinem Charakter das möglichst Maximum rausholen, sprich Optimierung von Equipment, Verzauberung, Umschmieden, Talente und Glyphen und etc. So, schaut euch das auf jeden Fall an, es ist sehr interessant. Ein weiteres spannendes Thema, wie ich finde, ist natürlich MOP, sprich Mists of Pandaria. Da wurde diese Woche bekannt, dass es neue Reittiere geben wird, zum Beispiel für Ingenieure. Da gibt es dann so Reitraketen und diese können unter anderem auch von, also im Prinzip von allen geritten werden. Da braucht man nicht unbedingt Ingenieur zu sein. Natürlich gibt es auch noch weitere, für, also Reittiere für alle, sprich einmal das Quilin-Reittier und einmal die Mushan-Bestie. Die aussieht so ein bisschen wie ein Kodo. Jo, und insgesamt hat ja Blizzard angekündigt, dass wahrscheinlich sehr viele Reittiere accountweit nutzbar sein werden. Was das für Reittiere sind, schaut euch auf jeden Fall mal auf der Seite wowszene.de an. Für die PvP-Spieler unter euch wird es natürlich sehr interessant sein zu lesen, dass es ein neues Schlachtfeld geben wird, namens Silberbuchmine. Hier muss man Erze in so Wägelchen von links nach rechts schieben und dabei verteidigen. Und wie das genau abläuft, schaut euch auf der Seite wowszene.de an. Da gibt es ein Video dazu. Viel Spaß! Außerdem sind die nächsten zwei Bosse bzw. Encounter in dem Mogushan-Gewölbe spielbar und testbar. Das sind die Gorajal, The Spirit Binder und The Spirit Kings. Auch dazu gibt es unter wowszene.de ein Video von der Gilde Blood Legion und sehr spannend, sehr interessant. Schaut da mal rein. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntagabend. Danke fürs Zuschauen.